Der 23. Sommelier-Wettbewerb ist, denke ich, eine große Geschichte. Es wird viel verlangt, aber ich denke, das ist auch ein Zeichen für die Menschen, die sich hier beteiligen, erfolgreich zu sein im Beruf, vor allen Dingen in Wein und Speisen miteinander zu verbinden. In dem Fall vor allen Dingen den badischen Wein herauszutragen. Eine dankbare Aufgabe der Vielfalt, die sich Baden darbietet. Also es freut mich natürlich, dass ich gewonnen habe. Ich habe hier im Columbia Hotel Restaurantfachmann gelernt. Bin dann nach der Lehre nach Neuseeland gegangen, auf ein kleines Weingut, Weingut Herzog, mit Restaurant dabei, habe dort im Restaurant gearbeitet. Dann wieder zurück auf dem Weingut Huber gearbeitet, anschließend auf dem Weingut Schloss Ardenberg Praktikum gemacht und bin seit Oktober jetzt Student an der FH Geisenheim, internationale Weinwirtschaft. Menschen kann man ein Aha-Erlebnis vermitteln durch die Kombination Essen und Wein, und das geht in der Gastronomie normal am besten.